Wir haben ja mit unserem Innovationsprogramm einen Plan, nämlich dass Deutschland Klassenbester bleibt, Logistikweltmeister, Exportweltmeister, wahrscheinlich auch Reiseweltmeister. Und dazu muss man mobil und digital zusammenbringen. Ich glaube, dass wir so viel Sachkompetenz haben, das sieht man auch bei dem BVL-Kongress, mit den vielen Ausstellern, aber auch mit den vielen Gästen, ich kenne ja sehr, sehr viele, dass wir das hinbekommen. Mittwochmorgen, stilecht angereist zum Deutschen Logistikkongress 2019. Herzlich willkommen und jetzt geht's los. So, das Begrüßungskomitee steht bereit. Thomas Wimmer, wie an jedem Mittwochmorgen, wie ist dein Gefühl? Ja, alles gut. Nur nette Leute hier und das macht ja mal viel Freude. Dann wünschen wir viel Erfolg auf diesem Kongress dieses Jahr. Dankeschön, das soll klappen. Was ist deine Erwartung an diesen Kongress? Mal so ein bisschen in die ganze Branche eintauchen, weil man ja doch noch recht jung ist, wenig Leute kennt und dann einfach mal schauen, was es alles gibt überhaupt. Und das ist schon sehr, sehr spannend für mich. Also wir sind jetzt schon zum vierten Mal mit dabei und wir hoffen, dass es genauso interessant wird wie die letzten drei Mal. Und viel Kundschaft am Stand und wir sind gespannt. We are glad to be here and to meet a lot of high-level people. Meine Damen und Herren, der 36. Deutsche Logistikkongress 2019 ist eröffnet. Wir setzen mit dem Klimaprogramm voll auf Innovation und Anreize und jetzt die Zeit nutzen, das ist das Wichtige, dass wir jetzt die Produkte bekommen, dass wir jetzt zum Teil umsteuern. 2030 treffen wir uns wieder? Ja, 2030 bin ich da. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.